Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Ihr seid heute hier bei diesem Live-Commentary mit dabei, indem ich mal schaue, wie das Ganze hier auf dem Marktplatz aussieht, ob ich mir irgendwo ein Fahrzeug kaufen kann, welches ich mit dem Geld, welches ich hier bei Forza 4 erspielt habe, zahlen kann. Sprich, nehme ich mal an, dass das Ganze hier irgendwo in der Community geht. Ja, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Also ich schaue einfach mal drauf los. Falls ich hier falsch unterwegs bin, dann schlagt einfach die Hände über den Kopf zusammen. So, jetzt schauen wir mal, es gibt ein Versteigerungshaus und Shop. Okay, da schaue ich einfach mal rein. Was gibt es hier? Hier kann ich teilen, Termin einstellen, Auto, ein schickes Design. Ja, da schaue ich einfach mal rein. So was gibt es hier. Kann man hier ein Fahrzeug auch kaufen? Nö. Designs kaufen, muss man Fotos durchsehen, aufzeichnen, Credits erhalten, mein Shop. Okay, schauen wir mal, was es hier so gibt. Alles Mögliche. Gratis, jede Menge. Okay. Sagt mir jetzt auch nichts hier. Turn zu den Favoriten, häufigste Download, schauen wir mal hin. Suzuka Sportback. Am besten bewertet. Suchergebnis. Kann man was suchen? Ja, genau. Dann suchen wir mal was. Wie geht das? Hier kann ich hochladen. Gut, ich habe nichts zum Hochladen. Versteigerungshaus. Schauen wir da mal rein. Ich suche ein Fahrzeug. Ich will ein Auto kaufen. Suchen. Genau, suchen wir mal einen Aston Martin. Ja, ich weiß, ihr habt mir geschrieben, dass es hier irgendwo einen Nissan GT-R gibt, der recht toll sein soll, aber ja, ich weiß nicht, mit Nissan kann ich mich halt nicht so ganz anfreunden. Also schaue ich mal hier, was es hier so gibt. Hier versteigert man das Ganze. Boah. Der 177 von Aston Martin. Wie viel Kohle habe ich denn überhaupt? Da fangst du schon mal an. Und, ah ja, 3.205.000. Ja, da kann man schon mal zuschlagen. Die Frage ist, was wollen wir haben? Aston Martin gibt es ja nicht sonderlich viel hier, wie ich sehe. Was sind Unicorns? Ja, sorry, ich stelle mich ein bisschen doof an. Ich kenne das alles nicht. Okay, nö, gar nichts da. Man sieht das Auto mal ein bisschen anschauen hier. Schauen wir mal, klicke ich mal drauf, was passiert dann? Ja. Ein Aston Martin DBS im stylischen Schwarz mit gelben Streifen, schwarzen Scheiben. Ja, schaut schon nett aus. Man kann hier auch nur bieten, wie ich sehe. Schauen wir mal. Ja, ich will mal mitbieten, ist ja egal. Okay. Register meine Gebote. Dann schauen wir mal rein hier, meine Gebote. Verbleibend eine Minute, Preis 1,650. Jo, also mal schauen, ob ich das Fahrzeug hier ersteigere. Ich hoffe, ich bekomme hier eine Nachricht. So, wie komme ich hier wieder raus? Hilfe! Ja, Ratlosigkeit bei meiner einer. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. Das hat vorhin nicht geklappt, wie es ausschaut. Dann ab die Post. Wieder retour. Autos, meine Autos. Und wo bist du jetzt? Aston Martin in Schwarz mit gelbem Streifen. Da ist er. R3. Gut. Einsteigen. Den will ich jetzt haben. Dann werden wir gleich ein Rennen starten hier. Welttournee. Schauen wir mal, wo es hingeht. Fahren wir zurück auf die Strecke der historischen Road America. Oh ja. Road America mag ich sehr gerne. Streckenführung. Klassisch müssen Sie es schaffen, Gruppenerster zu werden, wobei Sie sich die Strecke mit völlig anderen Autos teilen. Na dann. Hurra, die Jemse R3. Das ist aber nur GT2, da kann ich mit dem wahrscheinlich nicht fahren, oder? Verdammt, das werde ich wahrscheinlich kein Rennen haben mit... Na!
Schade. Okay, dann müssen wir ein anderes Fahrzeug wählen, und zwar ein, was brauche ich für ein Auto? Ein GT2. Ja, da bleibt eh nur der BMW über. Na gut, dann machen wir dann Rennen mit dem BMW. Was soll's. Und schauen uns eben den Aston Martin im nächsten Race an. Spielt ja keine Rolle. Jetzt hoffe ich, dass ich mit meinem Live-Commentary hier nicht zu sehr abschweife ins Nichtsreden vor lauter Konzentration oder gegenteilig in die Botanik absegle, weil ich zu viel quatsche. So, Road America. Ja, die Strecke kenne ich, das weiß ich. Ich weiß auch, dass da hinten eine böse, böse Kurve ist, da beim Hügel rauf, dann links. Da bin ich schon mehrmalig im Sand gelegen. Da müssten eigentlich schon einige Sandburgen von mir stehen. Na, schauen wir mal. So, Ladies and Gentlemen, Pitwalker hier mit dem BMW GT2. Auf geht's. Vier Runden. Stau. Weg, weg, weg. Ah ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie es hier gelaufen ist. Es kommt wieder eine schärfere Rechtskurve. Uah. Oh, da sollte es aber einige Driftpunkte geben, oder? Ja, bitte. Wenn es auch nicht so absichtlich war. Boah, die fahren mal alle davon. Hallo. Hier bleiben, Jungs. So, da vorne ist auch eine scharfe Linkskurve, die ich immer wieder gerne übersehen habe. Nö, 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 nö. Oh Mann. Ach so, ich bin ja auf... So, ich bin auf Platz 1, sehe ich gerade. Die da vorne sind eine andere Klasse. Die kümmern mich ja eh nicht. Boah, ich dachte mir jetzt schon, das gibt's ja nicht, dass die so flott sind. Na dann schaut es ja gar nicht so schlecht aus für mich. Aber gut, wir haben erst die erste Runde von 4. Das heißt, es kann noch viel passieren hier. Und Gas. Also mein Aston Martin im nächsten Race dann. Also dranbleiben auf jeden Fall nach diesen Rennen. Beziehungsweise abwarten, bis ich das zweite dann hochlade. So, scharfe rechts da vorne. Ah, zu früh gebremst. Aber dafür sauber rumgekommen. Ah, ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Lasst mich vorbei. Ich meine die virtuellen Gegner hier. Ja, ein bisschen einen Abstand habe ich ja schon. Schaut ja gar nicht so schlecht aus. Erste Runde gehört mir. Problemlos. Fast. Bis auf den Ausritt hier in den Sand zum Schluss. Briggs und Stratton. Ja, Zeit zum Werbung lesen haben wir. Und weiter. Runde 2 von 4. So, auf den langen Geraden könnte man locker ein bisschen Smalltalk führen, aber ich wüsste jetzt nicht so recht, was ich euch erzählen soll. Gibt es schon was zu Forza 5? Hat jemand schon was gehört? Also ich nicht so recht. Ich muss sagen, ich verfolge es jetzt auch nicht so genau. Forza ist ja, wie gesagt, ein bisschen, ja, für mich so ein bisschen eine Fangeschichte nebenbei. Mag es halt gerne mal so eine Runde zur Entspannung, kann man nicht unbedingt sagen, einfach mal so ein bisschen das Race-Feeling zu erleben. Primär bin ich ja in der Shooter-Szene. Gut, das wisst ihr eh, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Und wer es noch nicht abonniert hat, verdammt, das kommt vom viel Quatschen. Wer noch nicht abonniert hat, soll das gefälligst jetzt hier machen. Klickt mir doch ein Abo.
Persönlich empfiehlt mich weiter, freut mich auch immer wieder, wenn ich höre, ah, du, der und der hat mir gesagt, dass dein Kanal so toll sein soll oder so schlecht sein soll, das wollte ich mir anschauen, habe dich gleich abonniert. Bah. Ja, Daumen hoch ist auch immer ganz nett und vor allem Kommentare reinschreiben. Kommentare sind super. Ich freue mich wirklich über jedes Mail, was ich von YouTube bekomme, wenn es heißt, oh, der und der hat das kommentiert oder das reingeschrieben. Ja, ich antworte auch gerne auf Fragen, soweit sie jetzt keine Fragen sind, wo ich sage, hey, Junge, das Thema hatten wir schon 10-mal durch. Das habe ich schon in 8 Videos erklärt. Wow. Dann, liebe Leute, ein bisschen mal selber nachschauen. Aber sonst bin ich sehr gesprächig, ja. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr was wissen wollt, über was ich quatschen kann vielleicht, wo ihr sagt, Bitwalker, red mal über dieses und jenes, mache ich gerne. Solange es ein Thema ist, was irgendwie passend ist. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, ich sollte so ein bisschen über Ausländerproblematik und dergleichen, was ich davon halte, sagen. Das sind so Themen, wo ich finde, das hat hier jetzt nicht unbedingt was verloren. Das ist was sagt, das beantworte ich gerne mal privat, bei einem Zwei-Augen-Gespräch oder einem Skype-Gespräch oder so. Aber hat es nicht unbedingt hier im YouTube-Channel bei den Gameplays was verloren. Ich bitte da um euer Verständnis. Also Politik, Religion, das sind alles so Sachen, über die soll man nicht unbedingt hier in einer Runde quatschen. Da das macht teilweise zu heißes Blut und ist ja irgendwie auch nicht unbedingt passend hier zu diesen Gameplays. Aber wenn es ums Autos geht, ich bin ja kein Autoguru, also man braucht jetzt nicht großartig Technisches fragen. Das, was ich weiß, weiß ich vielleicht aufgrund meiner, einfach so, weil ich 39 bin, was man also mitbekommt, oder weil ich eben jahrelang in einer Autowerkstätte gearbeitet habe. Allerdings nicht als Mechaniker, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe im Verkauf, Kundendienst, Ersatzteillager, also in diesen Bereichen war ich tätig, aber wie gesagt, nicht in der Werkstatt. Obwohl ich schon sagen muss, als Ersatzteil-Fuzzi lernt man schon sehr viel auch über die Technik, denn Explosionszeichen und dergleichen zeigen oftmals mehr, als wie der normale Mensch hier irgendwie bei einem Auto sieht. Wir sind übrigens in Runde 3 von 4. Und ja, schaut schon mal nicht so schlecht aus. Der Sicherheitsabstand nach hinten erlaubt mal einen kleinen Ausritt in die Botanik. Ich muss auch sagen, hier geht das recht gut mit dem Live-Commentary. Also denke ich halt zumindest, schreibt es mir ruhig in die Comments rein, was ihr davon haltet. Die Meinungen sind ja eher gespalten, obwohl mir kommt vor, die meisten sind doch für Live-Commentaries. Ich muss auch sagen, mir macht es auch am meisten Spaß, weil hier die Emotion dann auch gleich 1:1 rüberkommt. Wow, jawohl, schön erwischt hier. Diese BMW macht auch sehr viel Spaß zum Fahren, muss ich sagen. Diese Kurve, die bremst sich immer falsch an. Furchtbar. Okay, auf geht's zur letzten Runde. Platz 1 von 6 und das 1 von 6. 1 von 6 und das relativ sicher, würde ich mal behaupten. Die Long Straight. Vollgas. Wie schnell fahrt denn die Kiste überhaupt? 260, 270? Jawohl, das tut schon leicht. Für eine Shoppingtour ausreichend Speed. Ja, erster Gang wäre jetzt nicht nötig gewesen, das wäre auch flotter gegangen. Und jawohl, wieder auf die Gerade. Ja, das schaut gut aus. Jo, was kann ich noch sagen in den letzten Metern hier? Gar nichts. Wow. Ah, ja, 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 das war jetzt zu spät, oder? Ah, gerade so noch. Gerade noch so, er bremst hier. So, ich habe vor kurzem mein Netzwerk hier umgebaut, habe ich die Xbox direkt am Modem stecken. Vorher war es ja auf der Timecapsule. Sprich Timecapsule, dann zum Modem und da hatte ich ein bisschen Probleme, glaube ich. Bei Crysis habe ich es gemerkt, dass ich keine Spiele gefunden habe. Und vielleicht hat sich das jetzt bei Forster, da hatte ich auch Probleme, da ist auch relativ lange nichts gekommen bei Online Races. Und ja, vielleicht mache ich jetzt wirklich meinen Online Race hier für YouTube, um euch zu zeigen, das was ihr eh schon wisst, dass die meisten Online Races hier zu knicken sind. So, aber jetzt. Es sind nur mehr einige Kurven.
Hier diese lange Gerade hier hinten noch. Diesen leichten Linksbogen. Ich finde es eine sehr schöne Strecke hier. Ich mag das hier mit den Bäumen seitlich. Ich möchte bloß wissen, wer die ganzen Blätter hier wegkehrt im Herbst. Ja, und mit den letzten Kurven hier sage ich mal danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, geizt nicht mit Kommentaren, Fragen, schreibt was. Freut mich wirklich irrsinnig. Und ja, empfehlt mich weiter. Und mit den letzten Bildern hier sage ich danke, tschüss, ciao. Euer Zielanlauf, euer Bitwalker. Ciao.